Willkommen zurück zu Let's Play Secret of Evermore. Das letzte Mal haben wir einen Minotaurus besiegt. Und ja, jetzt gucken wir mal weiter, was uns hier noch so erwartet. So. Ich weiß leider nicht genau, wie das hier nochmal funktioniert. So. Okay, wir sammeln das ein. Haben wir einen Nektar gefunden? Hab ich noch irgendwas? Ah, ich hab nur Zauberperlen. Okay. Das hat nicht funktioniert. Das ist immer so ein bisschen tricky. Muss man halt immer ein bisschen schauen. Deswegen muss ich ein paar Sales jetzt machen, weil ihr wisst ja. So, erst den hier. Da, nein! Das war falsch. Okay. So, jetzt habe ich den wieder freigelegt. Das ist natürlich jetzt sehr toll. Wir müssen mal gucken, dass alles. Dass die Türe aufgeht. Oh, hier geht's noch weiter. Okay. Oh, hier war noch ein Schiffel gefunden, okay. Ist irgendwas, irgendein Item, also irgendein Item sag ich, nope. Schiffel ist noch useless. Wie eh und je. So. Diese Screen Freezes, da kann ich leider nichts gegen machen. Es ist irgendwie voll komisch. So, dann gucken wir mal. Das da. Gut, dann nehmen wir den noch die. Box hier hinten. Okay, wir haben Flügel gefunden. Das heißt, wir können uns aus dem Dungeon raus teleportieren. Wenn wir das denn möchten, ja. Jetzt habe ich mein Heal gewastet, obwohl ich gerade ein Level up gekommen bin. Das ist natürlich sehr toll. So. Also, vielleicht nochmal. Kein Screen Freeze, bitte. Danke sehr. Screen Freeze. War klar. Irgendwie logisch. So. Save State laden. Das wieder zumachen. Rausgehen, Safe Set machen, reingehen, hat funktioniert, sehr schön. Ich würde sagen, Mitte, außen und vielleicht den hier. Nope, dann ist alles zu. Okay, so, gleiche Prozedere wie every year. So, okay, das war das. Jetzt gucken wir mal, wenn ich jetzt. Den und dann den. Tatsache, sehr schön. Gut, einfach ging es ja nicht. So, weiterer Screen Freeze wahrscheinlich. Nein, okay. Wir sind in einem Dungeon, immer noch. Oder schon wieder, wie ihr es sehen wollt. Wir haben jetzt da unten eine Brücke. Ihr seht, da kommen wir nicht durch. Wir müssen jetzt schnell sein. Daher Uni und ich, Turboantrieb. Und dann, everybody go! Ah, da haben wir es geschafft, sehr schön. Na, komm jetzt, du blöder Bioschleim. Geh doch, aua. Das tut doch weh, Mann. Nein, da trete ich nicht drauf. Vergiss es erstmal. Und hier noch irgendwas, was ich noch einsammeln kann oder sollte oder eventuell nicht oder doch. Okay. Wir gucken mal. Wir haben hier noch irgendwas. Da ist ein Schalter. Da müssen wir auch gleich lang. Aber ich werde erst noch mal ein bisschen weiter gucken. So. Hier kommen wir natürlich nicht lang, das ist klar. Turboantrieb lässt nach, ja, schon gut, kein Problem. So, wir gehen hinunter und das Game sagt, hohoho, du darfst hier nicht mehr durch. So, Kraftaura haben wir noch einmal, das heißt, ich muss mich damit heilen, während Hundi sich auflädt und ich hoffe mal den Satyr tötet. Dankeschön, Hundi. Das wollte von dir. Hier ist ein Schalter. Das ist sehr gut. Anscheinend sollten wir den noch drücken. Ich bin mir da gerade gar nicht so sicher. Ich bin mal gespannt, ob irgendeiner von euch diese Challenge mal eingehen würde. Alles nicht, also keine Item, also keine Item, sag ich. Nein, natürlich nicht. Keine
So. Okay. Das heißt, wir müssen wieder hoch. Ich muss erstmal was zum Heilen nehmen wieder. Denn mein Leben geht gerade ziemlich den Bach runter. Hundi überlebt noch, das ist kein Problem. So, okay, Hundi. Da wir den Schalter jetzt gedrückt haben. Und Xolo erreicht Level 14, sehr schön. So, das da und go. Das war gar nicht, okay. Den Schalter haben wir gedrückt. Das heißt, rein theoretisch müsste, wenn ich mich nicht täusche, das hier aufgegangen sein. Nein, das war der falsche. Dann war es der hier. Dann gehen wir da mal rein. Gucken, was uns erwartet. Mehr Satyre. War ganz klar. Schön, Hundi. Denn jetzt gleich kommt ein Gegner, der uns vielleicht töten würde. Wird. Das kann ich aber nicht versprechen, wie gesagt, das ist. Hundi hat hier was getötet, das ist gut. Denn. Es kommt eine Ebene. Okay. Hier haben wir einen Schalter, der uns eine Brücke öffnet. Okay, Hundi ist drüben. Wir werden natürlich direkt von dem blöden Schleim angegriffen. Das ist natürlich sehr toll. Wie lange braucht eigentlich meine Waffe noch, bis die Level abgeht? Das will ich mal wissen. Und das dauert noch ein bisschen. Hundi macht froh und munter alles wieder kaputt. Weiter kaputt. Ja. Was soll ich großartig sagen, ne? Das Spiel ist einfach nur geil. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Denn. So. Wir haben nämlich gleich sehr wahrscheinlich die Möglichkeit, eine neue Formel zu bekommen. Hier ist nämlich ein Schalter. Der hat uns dementsprechend nicht das Tor geöffnet. Okay, what? Was läuft hier gerade falsch? Okay. Egal, nicht so schlimm. Weiter geht's, komm. Geh weg von mir, du schleimig Schleim. Warte, ich muss erstmal einen Nektar nehmen. Sorry, Leute, aber das ist Katastrophe gerade. Ich lasse mich gerade so oft treffen. Das dürfte normalerweise gar nicht sein. So. So, Moment. Okay, wieder da. Entschuldigung. So, was haben wir hier? Wachs gefunden. Okay, nehme ich. Nächster Schalter. Der öffnet die Türe. Wo wir jetzt auch hingehen werden. Ich hoffe, ich kriege das noch in den Part hier rein. Ansonsten mache ich halt ein klein wenig Überlänge von dem Part. Das sollte ja das geringste Problem sein. Ich kann ja über 15 Minuten Videos hochladen. Das hat YouTube mir ja schon bestätigt. Ich freue mich natürlich super über Abonnenten und Feedback. Da freue ich mich sehr drüber. Schaut einfach mal auf meinem Channel vorbei. Das, ja. Ich würde sagen, wir gucken mal weiter. Aua, okay, ich bin auch schon fast verreckt. Verrecken. Da liegt wieder was am Boden. Das will ich haben, bitte. Aua. Das will ich nicht haben. Ich will deinen Schaden nicht haben. So, das Nektar, sehr gut. Haben wir ja gerade schon ein paar Mal verballert. Und ich treffe diese Typen nicht, ne? Das ist so nervig. Komm. Sie. Heißt das, sie treffen mich auch jedes Mal. Jedes verfluchte Mal treffen die Viecher mich, ey. Komm, Hundi, jetzt mach mal was da. Oh, Hundi. Ehrlich. Was zur Hölle geht bei dir ab, Mann? Was läuft da bei dir schief, Hundi? Hundi kriegt einen Nektar, so. Dafür, dass er mich so toll unterstützt hier gerade. Aber. Alter, wieso lasse ich mich nicht so oft treffen gerade? Das ist nicht mehr schön.
Hundi, da ist ein Gegner. Bitte angreifen. Vielen Dank, Hundi. So. Ja. Zauberbrückenformel vielleicht? Jo, Tatsache. So, dann können wir nämlich hier rüber. Und dann, meine Freunde. So, Hundi. Töten. Töten, habe ich gesagt. Nicht verfehlen. Töten, bitte. Alter, du bist echt ein Hund. Den kann man echt, also ganz ehrlich. Der Schaden von ihm ist doch gut. Aber, ganz ehrlich, wenn er die Scheißviecher nicht trifft, ist es umso behinderter. Also umso schlechter. Komm, geh doch mal. Weißt du, Hund, jetzt treff doch mal. Solo, ich bitte dich. So, habe ich hier Nektar gekriegt? Ja. Sehr schön. So, okay. So. Bevor wir weitergehen, würde ich gerne, wo war denn das jetzt hier? Hier, glaube ich, irgendwo, ne? Kann das sein? War das hier? Nein, hier noch nicht. Okay. So, meine Freunde. Der nächste Boss steht uns bevor. So. Okay. Doch, da kommen wir rein. Sehr schön. So, bis nicht mehr geht, weiter runter. Dann laufen wir einfach mal weiter, weiter und weiter. Und ach ja, es wird schon. Es wird schon. So, hier geht's weiter. Ja, da wollen wir nicht hin. War das denn hier? Ja, okay. Denn wir holen uns eine neue Formel, meine Freunde. Eine neue Formel. Immer ganz gut. Uns wurde ja gesagt, dass der Bruder von, ich weiß gar nicht, wie er heißt, gerade Maronius oder so, dass der wohl auch hier sein soll, angeblich. Genau, da ist nämlich unser toller Alchemist. Maronius, bist du das? Ich bin nicht Maronius, ich bin sein Bruder, Imbicelius. Woher kennst du ihn? Er gab mir eine Formel, die es mir ermöglicht, Gruben zu überqueren. Das ist ja toll. Dann kannst du ja hier nach den Juwelenaugen suchen. Lass mich dir mit dieser Feuerballform. Lass mich. Ja, mein Deutsch ist auch gerade. Naja. Heilerer brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das sowieso nicht. Okay. Damit hätten wir das. Zwei Schwefel und zwei Prisen Asche. Möchtest du Spiegel speichern? Sehr, sehr gerne, mein Freund. Sehr, sehr gerne. Aber ich glaube, na. Ja, okay. Feuerball 10 Stück. Das ist okay. Wir schauen mal, was uns das bringt. Wo war das denn hier der Eingang? Leute, hallo? Ach, hier unten, ne? Genau. So. Wir gehen zum nächsten Boss. Denn. So. Hundi und ich kriegen noch einen kurzen Nektar. Nektarschub auf gut Deutsch. Wir können 10-mal Feuerball wirken. Was in unserer Situation gerade nicht so schlecht ist, denn wir haben absolut gar keine Zauber. Nur Zauberperlen und, ja. Zauberperlen sind ziemlich rar, also, ne? Wir haben ja eben schon eine verballert bei Minotauros, oder wie der Typ heißt. So. Kommen wir nämlich hier lang. So. Okay. Da ist unser Gegner. Glaube ich, hoffe ich mal. Weiß ich gerade gar nicht. So. Dann hoffen wir einfach mal, dass der Typ uns. Okay. Mein Hund ist verseucht, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Elfenstaub. Der kriegt von mir noch ein paar Dingens ab. So, okay. Schaden, das ist sehr schön. Wenn Hundi dann auch noch das tut, was er tun soll, dann ist dieser Boss dementsprechend auch Geschichte. Wir haben eine neue Waffe erhalten. In dem Fall den Bronzespeer. Ihr seht es gerade. Zwar nicht direkt, aber okay.
Ich weiß nicht, ob Elixier hilft. Scheinbar nicht. Dann eben Reinkarnation. So, meine Freunde. Damit hätten wir eigentlich schon fast den Kolosse-Tempel abgeschlossen. Jetzt kommt es halt noch darauf an, wo wir hier rauskommen. Ach komm. Da wir sowieso mal kurz ein paar Zutaten kaufen müssen, setze ich meine Flügel ein, dass wir wieder zum Anfang kommen. Und lauf dann noch selbstverständlich zum Lektor. Hector Lektor, genau. So, was hast du gefunden hier, Hundi? Ist irgendwas Spannendes? Ist mir hier? Nein. Okay. Er will mich gerade wieder verarschen? Okay, doch nicht. Eine Wurzel gefunden. Sehr schön. So. Wow, was geht denn hier? Voll die Action. So, gut. Ups, das war die falsche Tasse. So. Gut. Dann rennen wir einmal zum Hector. Lektor-Typ wieder. Zu Moronio, sei jetzt vorsichtig. Wischst du Formel 1? Moment, aber ich möchte Zutaten kaufen, bitte. Ein bisschen Öl. Okay. Schwefel kostet echt extrem viel. Das ist nicht schön. Okay, Asche nehmen wir noch ein bisschen was mit. Essig, ich weiß gar nicht, wofür ich Essig brauche. Viel Glück, Kleiner. Okay, also, wir haben jetzt 17 und 30. Okay. Hector? Wo bist denn du? Der Hector? Oh, da, nee, hä? Hallo Junge, du siehst müde aus. Möchtest du für 20 Juwelen übernachten? Joa, komm, hau rein. So. Damit, aber die Verseuchung ist immer noch nicht weg. Was zur Hölle? Gut. Dann speichern wir nochmal ganz kurz hier. Dann würde ich sagen, wir rennen nochmal zum kurz. Oh, da ist er doch. Komm her, du. Ruf mich, wenn du mich Hilfe brauchst. Oh, ja, komm, Alter. Gib mir nochmal wieder ein paar Perlen. Das ist doch uncool. Wie gesagt, ich habe im Moment halt keine Juwelen, wo ich wirklich sagen kann, okay. So. Wollen wir mal saven. Wegen den tollen Übergängen hier. Das ist ja immer so eine Cancer hier. Okay. Das ist natürlich echt ärgerlich hier. Zauberbrückenformel habe ich noch 17 Stück. Okay. Hund Angriff Level 3. Das gefällt mir. Nein, das Befinden wollte ich nicht sehen. Ich wollte das Verhalten von ihm verändern. So, okay. Das heißt, er lädt jetzt zweimal auf und dann ist die Attacke stärker. So, wieder speichern und zum Boss vordringen, wenn wir dann dahin kommen. Nein, ich will euch nicht besiegen, geht weg. So, gut, meine Freunde. So, wir gehen nochmal eben hier kurz, machen die Szenen noch eben fertig hier. So. Ching, ching. Sehr gut, da kommt unsere Brücke. Da ist noch. Was ist denn da los? Okay, mal gucken. Schauen wir nochmal kurz nach. Diese Bridge. Nektar gefunden. Sei gegrüßt, Freund. Möchtest du dein Spielchen speichern? Ja. Sehr gerne. Auf Wiedersehen. Okay, das ist also ein Speichertusse. So, wir rennen. Bis hier vorne. Im nächsten Part werden wir uns dem Boss widmen. Ich hoffe, euch gefällt diese Let's Play. Und wir sehen uns im nächsten Part, wenn es wieder heißt Let's Play Secret of Evermore. Bis dahin, euer Nighty Zockt.